Betriebsfest. Eine kleine, stämmige, hübsche Blondine. Ihre Verhältnisse dauerten nie länger als einen Monat, weil sie boshaft und passiv war. Plötzlich merkte ich, dass sie mir das Haar aus der Stirn strich. Ich wendete mich um und sah in ihren Augen eine Zärtlichkeit, die ich sofort als Liebe erkannte. Er hat so vielen Spaß gemacht, den Großen und den Kleinen. Millionen haben ihn belacht. Wer wird ihn jetzt beweinen? Manfred Peikert ist als Artist tätig. Er hat Pläne. Ich sage, Herr Direktor, könnte man die Elefanten in die Zirkuskuppel hieven? Der Direktor sagt, selbstverständlich, ich habe bloß Bedenken, ob die Konstruktion hält. Ich sage, aber Sie müssten doch zugeben, es wäre etwas völlig Neues. Direktor, wieso Neues? Ich finde es seltsam und sehr irrational. Ich sage, es muss irgendetwas platzen und wenn die Elefanten mit einem Ballon hochgezogen werden. Der Direktor sagt, das ist mir alles zu irrational. Aber ich sage, es bringt ein starkes Gefühl. Genie ist die Kraft, sich unendlich Mühe zu geben. In der Familie Peikert stand Leistung oben an. Sie waren in vierter Generation Apotheker. Aber in ihren versklavten Seelen war etwas, das sagte, wenn man Sklaven aus uns gemacht hat, ist es klug, uns nicht in die Nähe von Waffen zu lassen. ...1945 war für Manfred Peikert der Weg offen, als Ölverkäufer nach Australien zu gehen. Aber auch dort keine neue Welt. Manfred Peikert ging zum Zirkus.
das wahnsinnig lustig finden und schön, wenn die Elefanten in den Kuppeln mit rumhängen würden und also mit das Programm aufbauen oder was. Besser kann ich das jetzt nicht sagen. Comtesse Fanny Gica vom Zirkus de l'Imperatrice ließ sich jeden Tag von Pferdehufen erschlagen, um sich dann wieder zu erheben und die Rufe und Glückwünsche der Menge entgegenzunehmen. An seiner Astronautiknummer arbeitete Leo Ufland 14 Jahre. Ein Raumschiff sollte in der Zirkuskuppel erscheinen. Jetzt ist Ufland verunglückt. Mit den Resten der Geräte kann niemand etwas anfangen. Der Artist Zoikowski, der schon Dutzende von Schlangenbissen überlebte, ist in der Manege ums Leben gekommen. Er arbeitete mit 20 Giftschlangen sowie mit einer Riesenschlange, die nicht giftig ist. Erstmalig will Zoikowski nach seiner Schlangennummer seinen 2 Minuten Hängetrick zeigen. Den Stuhl hat er umgestoßen. Nach 2 Minuten Hängezeit wird er abgenommen. Man stellt fest, dass die Eisenschlaufe ihn erwürgt hat. Über mir wie ein Damoklesschwert die Stunde meines Todes und ich spute mich. Geschifft und dann sind wir nach, bin ich nach, ich sag irgendeine Stadt, nach Sydney gekommen und dann bin ich durch die Stadt gelaufen, habe angesucht und habe irgendetwas gesucht, aber ich weiß nicht was und habe aber nicht das gefunden, was ich eigentlich gesucht habe. Vielleicht habe ich auch nichts Bestimmtes gesucht.
und steige aus, mache den Salto bis zum Reck und vom Reck zurück wieder auf die Kuppel und dann ist das fertig. Also, die Nummer ist komisch, ist wirklich wahr. Eines Tages besteigt Manfred Peikert wieder das Hochreck. Die Hände werden mit Magnesiumtalg eingerieben. In der Magengegend wird Adrenalin ausgeschüttet. Da überfällt Peikert Melancholie. Er fasst die Hand des Partners nicht, sodass er sich das Genick bricht. Der Tod ist die endgültige Negativität der Zeit. Doch alle Lust wünscht Ewigkeit. Sie hatten sich bis hier oben vorgearbeitet. Jetzt in der äußersten Zirkuskuppel wussten sie nicht, was weiter. Sich Mühe geben allein nützt gar nichts. Leni Peikert, die Erbin von Manfred Peikert.
Für die nun folgende doppelte Passage, meine Damen und Herren, bitten wir Sie ganz besonders um Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Die Trapezkünstlerin, deren fünfter Mann den vierten in Konstantinopel erschoss, warf sich über den Toten und schrie: Das hier werde ich rächen oder nicht ertragen. Aber in einer Woche werde ich alles vergessen haben. Der Brand des Elefantenhauses von Chicago. Alarm, Alarm, Feuer. Wieder sagt der Direktor, es ist nur eine Übung, es ist nur scheinbar Feuer. Die Dickhäuter, die das Feuer auf ihrer Haut spüren, sind verzweifelt. Des Geistes heilen ohne das Narben bleiben. Aber die Wunden des Körpers vergiften den Geist. Schwören, wir vergessen nichts. Mündig ist der Elefant, wenn er seinen Feind erkannt. Das ist der, der ihn nicht schützt, ihn aber dafür täglich ausnutzt. Die Dickhäuter schwören, wir vergessen nichts. Das werden wir den Feuerlöscher nicht vergessen und dem Direktor, der gerufen hat. Es war nur Schein. Es war kein Schein. Vergessen oder vielmehr, es war Feuerschein. Die nicht brennen. Die Wahrheit ist der Tag ist nah. Da ist kein Hitlerstaat mehr da. Unsere Erinnerung an die Schmerzen und das Feuer müssen wir in Kisten packen und in tiefe See versenken. Die Faschisten, welche brennen, müssen wir in Kisten packen und in tiefe See versenken. Die nicht brennen, aber auch nicht löschen, sind wie jene, welche brennen, müssen wir in Kisten packen und in tiefe See versenken. Unsere Erinnerung an die Schmerzen und das Feuer müssen wir in Kisten packen und in tiefe See versenken. Oder aber Rache, Rache. Aber der wird totgeschossen, der bei Rache wird betroffen. Lieber schießen als vergessen. Lieber in die See versenken. Unsere Erinnerung an die Schmerzen und das Feuer müssen wir in Kisten packen und in tiefe See versenken. Aber besser ist es, wenn wir lieber in die See versenken. Leni Peikert will einen eigenen Zirkus aufmachen. Gut. Yes, that's fine. And
Can you make a turning there? Can you make a turn there? Can you make a turn? Yeah. So forward and take, yeah, and make a little with them. No, make a little with the feathers. It looks beautiful with the feathers. The skirt off, a little with the hands, and then the feathers so, and down, and then compliments. You make the same routine. Sie stellt sich vor, dass sie einen eigenen Zirkus begründet. Einen Zirkus, der einen toten Wert ist. Make, that's good. Make so pose and smile, so. And that, so, yeah. And the other hand, and good. And now take the hands down, the skirt, and off. Can you, when you're turning, take the skirt off? No. No good. No, start again. Look. Make a routine, eh? Sie besucht die Weihnachtsvorstellung eines in Europa führenden Zirkus. Sie möchte sich am Spitzenniveau orientieren. Leni Peikert sagt: Ich will den Zirkus verändern, weil ich ihn liebe. Antwort: Weil sie ihn liebt, wird sie ihn nicht verändern. Wieso? Weil Liebe ein konservativer Trieb ist. Leni Peikert äußert: Das ist nicht wahr. Leni Peikert sagt zu dem berühmten Dompteur: Ich beabsichtige, ein eigenes Unternehmen zu eröffnen. Der Dompteur: Gnädige Frau, ich bin froh, wenn Sie das machen. Leni Peikert: Wir wollen die Tiere authentisch zeigen. Der Dompteur: Authentisch sind die nur im Dschungel. Leni Peikert: Ich habe Bücher gelesen über das sogenannte Böse. Sie müssen umdenken. Hochheben, nicht wahr? Zu den großen Ideen. Man muss nicht nur das machen, was der Markt verlangt, sondern das, was man ihnen geben will. Nicht? Ich möchte jetzt mein eigenes Unternehmen aufbauen langsam. Na, haben Sie da schon eine Idee dafür? Die Sektionschefin im Moskauer Ministerium für Kultur, Frau Anna Fedorjewna Zaitseva, befindet sich auf Durchreise in Westeuropa. Leni Peikert, die sie entfernt kennt, hofft auf eine Hilfe. Wir kennen uns übrigens. Wir haben uns vor 2 Jahren in Salerno kennengelernt. Eine Stelle in Ihrem Vortrag damals in Salerno hat mich besonders fasziniert, wie Sie von dem Löwen gesprochen haben, der auf dem Pferd reitet. Auf welcher Seite stehen Sie denn? Und sind Sie für die militärische Dressur oder sind Sie für unsere? Aber interessant war natürlich, dass sich doch einige Ausdrücke der Zirkussprache in allen Sprachen sehr ähnlich sind. Und Zirkuskuppel, Artisten, also so konnte ich mir doch, bin ich... Können Sie mir denn nicht ein paar Artisten zur Überbrückung liefern? Ich habe jetzt die feste Absicht, ein eigenes Unternehmen zu gründen und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir dafür ein paar Artisten ausleihen könnten. Auf Zeit. Und da war also ein reizendes Ehepaar. 30-jährig, hochintelligent. Ich habe nie geglaubt, dass das Tänzer im Ballett intelligent sein können. Die waren also hochintelligent. Und da sagt dann der Unternehmer, also der Organisator da von dem Kabarett: Ich verstehe gar nicht, warum. Es hat doch alles geklappt, nicht wahr? Gute Bedienung, die Kellner im Frack und schöne Kostüme und so. Und die Striptease-Tänzerin war Parteimitglied seit 1917. Für geplantes Unternehmen braucht Leni Peikert Eigenmittel. Sie ist bereit, Kompromisse einzugehen und hat einen Fernsehvertrag unterschrieben. Ja, Papa, wie geht's denn?
Oh, kommt uns gut. Das ist ja noch ein bisschen elend, aber das wäre schon. So. Komm. Lola, Sascha! Ja, wir machen was. Wer verliert denn die Schüler? Ihr Kinder, hä? Wer verliert die Schüler? Davor ist nicht zu nehmen, das war die erste. Machen wir noch eine? Mädels. Ah, der geht auch weiter. Ja, natürlich könnt ihr im Laufen. Ja? Im Laufen. Er geht euch vorbei und das geht hinterher. Das Moment. Herr Müller? 71, 70, erste. Ja. Was? Das ist das erste Mal, dass Carlo so viel trinkt. Ich meine, zu viel trinkt. Seinen letzten kapitalen Rausch hatte gehabt, als Timo auf die Welt kam. Hallo, ich hab was zum Trinken gebracht. Danke. Wie lange dauert das hier eigentlich noch? Wir kommen hier heute Morgen angehetzt. Sie brauchen doch gar keine Artisten. Das sind doch alles Schauspieler, die hier die Rollen spielen. Moment. Sein Hemd hier frei. Und die Seite oder die da, glaube ich. Und hier Perlen. Ja. Hier frei. Und da Perlen. Und hier zwei Sterne. Wollen Sie so? Und hier zwei Sterne. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag, ich komme im Hinblick auf Ihr Inserat. Nee, Frau, wir rufen alle auf, die guten Willen sind. Das bin ich. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie für Neues aufgeschlossen sind. Das stand schon im Inserat. Worum handelt es sich denn? Truppenbetreuung. Zuerst Marokko, Libyen, Thailand, zuletzt Saigon. Und was ist daran neu? Wir haben eine kleine Extranummer eingebaut. Die Artisten werfen von oben aus der Zirkuskuppel Flugblätter ab. Und was steht da drin? Frieden. Ganz allgemein? Ganz allgemein Frieden. Was wir bräuchten, wäre eine komische Sache. Eine Komödie. Das ist am Trapez schwierig. Mit den Friedensanstrengungen unserer Soldaten an der Front wächst auch ihr Unterhaltungsbedürfnis. Ich hätte das hier anzubieten. Ich kenne das auch nicht, aber da kommt's schon wieder. Ein Sägewerksbesitzer bestellt 5 Bier. Haben Sie nicht irgendwo meine Zahnbürste gesehen? Ach, bitte machen Sie die S-Bahn-Tür doch noch mal wieder auf. Tap, tap. Eine Maus läuft über eine heiße Ofenplatte. Exercises in the morning, exercises in the morning, exercises in the morning. Sie müssen sich vorstellen, dass in der Zirkuskuppel angestrahlt von roten Scheinwerfern. Aber es sollte etwas Komisches sein. Haben Sie nicht etwas Besonderes? Haben Sie nicht ein plissiertes, so ein Hemd? Hier frei. Und hier Perlen und hier zwei Sterne. Soll ich Geld mitbringen oder kriegt man was? Wir können natürlich nicht so viel zahlen. Sie müssen immer daran denken, dass es hier um ethische Werte geht. Dann gehe ich ins Maxim. Auf deiner Lippen und das Lied ist aus.
Herr von Lüptow spricht über das Thema, die Situation der Artisten heute. Danach waren sie wieder Schulreiter. Im Zweiten Weltkrieg zwei Brüder Blumenfeld, 1942 bei Orell. Sie meinten, man kann gegen die Unmenschlichkeit dadurch ankommen, dass alle Artisten gleichzeitig in der Welt den Schwierigkeitsgrad ihrer Künste erhöhen. Ich studiere nur Stücke und ich soll nicht Übungen machen, aber die schwere Stelle von den Stücken, die ich muss spielen. Angesichts der unmenschlichen Situation bleibt dem Künstler nur übrig, den Schwierigkeitsgrad seiner Künste weiter zu erhöhen. Leni Peikert besucht ihren Freund Dr. Busch. Erzähl mir was. Komm. Es hatten Leute mal einen Alligator in einem Aquarium. Da ist der Alligator größer geworden. Und die Leute haben den nicht in ein anderes Aquarium gesetzt. Und der ist immer größer geworden. Und dann ist der viereckig gewachsen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, du. Das ist ja eine grausame Geschichte. Das ist auch wieder, wie wir in unserem Käfig wachsen. Aber wir beide sind ja nicht viereckig gewachsen, schau her. Ich habe mich an Dr. Busch gewöhnt. Ich kenne ihn, seit ich 14 Jahre alt bin. Er lockte mich in sein Zimmer und schälte mir einen Apfel, den ich aß. Danach sagte er mir, ich brauche ein Schläfchen und bestand darauf, dass ich mich aufs Bett lege. Er begann, meinen Kopf zu streicheln und fragte mich, ob das angenehm sei. Ich sagte ja, um nicht unhöflich zu sein. Ich sagte, wenn ich nun schreie. Er machte seine Hose auf und sagte mir, ich solle hineinschauen. Ich sagte, dass mich das nicht interessiere und dass ich so etwas schon früher gesehen hätte.
Wir haben doch eine völlig illusionäre Erziehung bekommen. Voller Illusionen, voller Hoffnungen. Und wie sind wir dann enttäuscht worden? Und wo sind wir denn jetzt alle? So, Mitarbeiter in der Wirtschaft, ganz kleine Aufgabengebiete, ohne letztliche Verantwortung zu haben. Du glaubst ja gar nicht, wie schwierig das ist, wenn du arbeitest. Und du kannst ja das, was du willst, gar nicht steuern. Für was? Das weißt du gar nicht. Das weiß man ja gar nicht. Warum eigentlich? Ja, es war doch... Früher haben wir geglaubt, wir könnten was verändern. Was besser machen. Wir könnten helfen. Wir könnten ein menschlicheres Leben führen. Tut's mir alles aus. Ich habe einen Blumenstrauß geniert. Also die Aufmerksamkeitswerten bei Weibern. Blumenstrauß ganz hoch. Ist also und dann kommt Seife. Und was nein, Baby auf allerhöchster Stelle. Also bei Babys sind alle entzündet. Und an zweiter Stelle Blumen. Und was ist das Letzte? Nein, darum arbeiten wir mit Blumen und Babys als Accessoires in der Werbung für Weiber. Baby kannst du alle Mutis begeistern. Bitte? Alles, das ist alles verrückt. 80% Aufmerksamkeitswerte. Zum Beispiel mit dem Anzeigen gestaltet, so ein der Weihnachtsmann als Kindchen fährt und was du uns schenkt, also eine Packung Zigarren. 70% Aufmerksamkeitswerte, ohne Kindchen vielleicht 30 oder 40. Und mit Blumen werden es ganz verrückt, lieber. Blumen und Babys. Wir machen doch eine Blume. Sag doch mal weiter. Wir machen doch eine Blumendünger. Da so der Abstieg. Wir machen doch eine Blumendünger. Künstlichen Blumendünger. Doch Herr Dr. Glücks haben wir den Namen Dr. Glücks gekauft. Dr. Glück. Es gibt doch viele Weiber, die einen Pflegetrieb offen haben. Mhm. Oder? Und der wird da fixiert. Das ist eine Entdeckung von mir. Opernball 1968. Leni Peikert beabsichtigt, Freunde und Förderer ihrer verschiedenen Unternehmungen zu treffen. Ministerialdirigent Dondorf vom Kultusministerium Stuttgart. Ferdinand Habmus, der ist als Moskau, ist eine ganz falsche Rolle für ihn. Völlig falsche Rolle, da kann er nichts dafür. Das ist gar nicht das, was er machen muss. Aber dass es das überhaupt noch gibt, Einen jungen Schauspieler, der einen überzeugenden Ferdinand, eigentlich ist das ja doch eine idiotische Rolle. Kaum spielbar. Und das ist bei ihm ganz überzeugend. Ja, das ist durch irgendwelche elektrische, sagen wir so, aus Methan und Ammoniak können die niedrigsten Lebewesen, also irgendwelche Eiweißzellen, die Proteine und sowas, können entstehen durch starke elektrische Ladung, also durch, zum Beispiel durch Blitze. Die Erde war früher genauso wie der Jupiter. Also man nimmt ja
bin ich mal so reich, man kann annehmen, obwohl die Lebensbedingungen auf dem Jupiter nicht so sind wie bei uns, dass mal in Millionen von Jahren auf dem Jupiter dieselbe Atmosphäre ist wie bei uns. Dr. Glück in Gefahr. In St. Petersburg um 1900 traben 100 Pferde in der Runde. Doch das Glück hat keine Stunde oder es ist abgewandelt. Die Buchhalterin Lotte Losemeyer kritisierte bereits mehrfach die Schlamperwirtschaft ihres Chefs, eines Bauunternehmers. Zum Glück ist sie nicht bereit, klein beizugeben. Sie entnimmt den Kassen 156.000 Mark und beschließt, diese zu vernichten. Geld. Ja, hat man doch mehr Arbeit als wirklich Befriedigung. Auch hier noch. Nehmen. Noch mal reinschmeißen. Verzeihung für die Frau, weil du selber tätest, was sie tat, wenn du so viel Ärger hättest. Umso mehr Mühe will sich Leni Peikert geben. Leni Peikert sagt: Ich brauche, um weiterzumachen, nichts als meine Liebe zur Sache. Liebe zur Sache treibt auch den Angestellten Nolte zu seinen Taten. Sehr interessante Sexualprobleme bei der Sternenfahrt. Die Unlust wird unverhältnismäßig gehäuft, Entbehrungen und so fort. Aber die Liebe kann man nicht häufen. Ein Raumschiffkommandant, der nach Rückkunft zunächst ins Krankenhaus zur Untersuchung gebracht wurde, füllte eine Ente voll Samen, nur weil er eine Krankenschwester vorübergehen sah. Eine Ente voll Samen, ein Gefäß von einigen Kubikzentimetern Größe, so ähnlich wie eine längliche Vase. Es ist ja ziemlich unwahrscheinlich, dass er so ein Gefäß voll von Samen füllt. Das ist doch eine Urinflasche wie im Krankenhaus. Vorne ein länglicher Hals und dann... Ja, das ist die Geschichte, die das übertreibt hier, um das deutlich zu machen. Thank you.
Sie hat den Dompteur Mackensen in ein teures Restaurant eingeladen. Meine Delfine. Leni Peikert verehrte diesen Dompteur über alle Maßen. Sogar 6 Meter hoch. Geben auch ganz tolle Pfeiftöne von sich. Ich würde gerne ein großes Bassin aufbauen, durchsichtig. Ob man ein Kind mit Delfinen spielen lassen könnte? Kleine Schiffe setzen. Das wäre zu gefährlich, sagt der erfahrene Dompteur. Leni Peikert, dann kann ich Sie auch nicht engagieren. Irgendetwas müssen Sie ja riskieren. Gnädige Frau. Gnädige Frau, nun mal, machen Sie einen Punkt. Meine Delfine. Nun fangen Sie mal nicht hier, werden Sie mal nicht drollig. Das heißt also, Sie können selbst bis zu 6 Meter aus dem Wasser springen. Vielleicht erreicht man auch noch mehr. Ach, da wird doch sicher noch was auf Sie zukommen, was Sie später vielleicht einbauen können. Da habe ich einen lichten Moment gehabt. Ja, die Polizei, ich kann mich auf nichts eigentlich mehr besinnen. Ich weiß nur eben, dass ich einen anderen Tag im Bett lag und habe ich Schmerzen gehabt. Dicke Hand, eine sehr dicke Hand hatte ich, eine sehr geschwollene Hand. Und dann fand ich einen Zettel, in der Tasche. Ja, Kilometer fahren, um einen Sonntag mit Dr. Busch zu verbringen. Wenn du sitzt, dann sitze. Wenn du gehst, dann gehe. Wenn du sprichst, dann sprich. Frau Peikert sieht ein, dass sie nicht Artistin bleiben kann, wenn sie freie Unternehmerin sein will. Nur als Kapitalist ändert man das, was ist. Sie kauft einen Elefanten.
Sie hat einen Tierlagerplatz gemietet, wo sie auf die Saison wartet. Der Betrieb verschlingt Geld. Leni Peikert bittet Herrn von Lübde um ein Darlehen. Sie hat Herrn von Lübde als ihren Stellvertreter engagiert. Seid wachsam, seid wachsam. Euch um mich, lasst hören, vernehmet, vernehmet. Gitti Bornemann besucht ihre Freundin Leni Peikert. Von Lübde erfährt zu spät, dass es sich um eine Millionärin handelt. Leni Peikert verbietet, dass Gitti Bornemann um ein Darlehen gebeten wird. Herr Böhme, um es Ihnen klar zu sagen, ich kann Ihnen im Moment das Darlehen von 8.000 Mark nicht zurückzahlen. Ich hab's nicht. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich nicht verstanden, was Sie sagten dir zuletzt. Und wenn Sie die Sicherheit nicht bringen können, muss ich davon Abstand nehmen. Wie meinen Sie das? Ja, ich kann auf leere Versprechungen nichts geben. Die wissen, es gibt heute in der Welt so viele Menschen, die machen Versprechungen und können nichts halten. 8.000 Mark ist nämlich kein Katzendreck, wenn man es richtig hernimmt. Vielleicht ein halbes Jahr Stunden. Sie, ein halbes Jahr? Was meinen Sie, das ist eine Ewigkeit? Ein halbes Jahr kann ja ein Mensch schon verreckt sein. Das ist eine lange, lange, lange Ewigkeit. Ja? Sicher, aber ich kann Ihnen nur... Leni Peikert schuldet um auf Großbanken. Die Kleinbanken werden es ihr danken. Steht. Sie möchte eine hundertprozentige Sicherheit haben für das Geld, das sie ausgibt. Und ihre Tiere, die sind einfach keine Sicherheit. Sie können nicht von der Bank verlangen, dass sie irgendwo einen Zoo aufmacht und dort ihre Tiere durchfüttert, so lange, bis sie wieder zahlungskräftig sind. Als Kreditsachbearbeiter, Kreditberater darf er sich nicht als kleiner Schalterbeamter vorstellen. Das darf ein sogenannter kleiner Schaltbeamter niemals machen. Es muss doch eine Möglichkeit geben. Herr Wiese, sagen Sie mir eine. Es gibt vielleicht viele Möglichkeiten, aber im Moment kann ich Ihnen keine einzige sagen. Tut der Kapitalist, was er liebt und nicht, was ihm nützt, wird er von dem, was ist, nicht unterstützt. Zu. Ich beschäftige, wenn ich mich mit einem Problem beschäftige, muss ich mich nicht zuerst... Erklär mir, wie soll ich solche analytischen, wie soll ich das machen? Ja, du musst erstens musst du an die Zielgruppe denken. A. Regelmäßige Zirkusbesucher. B. Unregelmäßige Zirkusbesucher. C. Menschen, die den Zirkus nicht besuchen. Dann
muss. Menschen, die den Zirkus nicht besuchen. Aber deren Einstellungen sind interessant. Wie ist es mit dem Fernsehen? Fernsehen, das ist ja uninteressant wahrscheinlich für den Zirkus. Das kommt dann noch, das Problem. Weil das ein konkurrierendes Informat. Das ist doch ein. Man kann einen Film einbauen. Das kann man doch auch machen. Ja, man kann doch über. Den Zirkus einbauen. Ja, sicher, aber im Fernsehen ist der Zirkus, wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass der Zirkus interessant ist. Der Zirkus an sich ist interessant. Aber. Der Besuch des Zirkus ist mit bestimmten Schwierigkeiten verbunden. Du musst dich anziehen, es kostet 16 Mark Eintritt, du musst auf eine Holzbank, Platz nehmen. Du musst also was planen vorher und da ist halt der Fernsehzirkus einfacher. Und da ist halt der Fernsehzirkus einfacher. Darum schauen sich die Leute lieber im Fernsehen den Zirkus an, wie in Natur den Zirkus an. Aber jetzt lass mich noch einmal auf die Zielgruppe zurückkommen. Aber ich könnte vielleicht mit meinen Elefanten irgendwie, die könnte ich mit Afrika verbinden. Ja, wie soll ich das machen? Jetzt haben Sie gesagt, mit das ist auch unplausibel. Das ist auch unplausibel, weil ja der Elefant im Zirkus ja anders erlebt wird, ja, wie der Elefant. Das habe ich dir doch schon mehrmals erzählt. Es kommt bei Begriffen, bei Produkten, bei Gegenständen, bei Menschen, bei Tieren auf das soziale Umfeld an. Erster moderner Zirkus, Zirkus Estley in Paris. Zeit, französische Revolution. Die Leistungen der Artisten, verblüffend. Es gibt eigentlich überhaupt nichts, was der neue Revolutionsmensch nicht kann. Und dann die sensationelle Schlussnummer. Zirkus unter Wasser. Herrliche Wasserspiele. Kaskaden in feenhafter Beleuchtung. Ein kreisender Sternenhimmel, einschmeichelnde Musik und das Plätschern des Wassers. Dann ein Pfiff, der Zirkus ist wieder hell und die Manege voll Wasser. In ihr schwimmen Enten, ein Boot und Gummifische. Und jetzt beginnen die Wasserscherze. Olchanski, der große dänische Clown. Hatte Applaus, ging weiter nach China, begrub da sein Kind, zurück dann nach Petersburg. Die Gläubiger holen die Tiere ab. Die Elefanten, eine Meile entfernt untergebracht, werden abgeholt. Um weiteren Nachstellungen zu entgehen, leistet Leni Peikert den Offenbarungseid. Musik.
Da keine Geldmittel vorhanden sind, ergibt sich eine Ruhepause. Der Report des Lizenziado Peretz lief im Hauptquartier der Condor Oil Company in San Francisco ein. Was denkt sich denn dieser Schunk von dreckigem Indianer, was er ist und mit wem er es hier zu tun hat? Was denkt sich denn dieser Schunk von dreckigem Indianer, was er ist und mit wem er es hier zu tun hat? Sagte der Präsident der Company, Mr. Collins. Das Land, das ich haben will und nicht kriegen kann, gibt es im ganzen Universum nicht. In diesem Universum einmal sicher nicht. Wenn ich Land haben will und es ist auf dem Jupiter, ich bekomme es. Sure. Ja, was heißt denn da Liebe? Für deine Liebe zum Zirkus zahlt doch dir niemand was. Und deine Liebe zum Zirkus, das ist doch immer wieder der Irrglaube, ist ja nicht intersubjektiv. Das heißt, wenn du was liebst, müssen doch das die anderen noch nicht lieben. Und darum schlage ich ja dir Motiv, kombinierte Motiv-Image-Untersuchung vor, dass du findest, was die anderen lieben. Nimm mein Leben, ich bin's zufrieden. Gidi Bornemanns Vater war Leiter eines sozialistischen wissenschaftlichen Instituts in Frankfurt am Main. 1932 verlagerte er das Institutsvermögen in die USA. Dort Chancen als Unternehmer, keine als Sozialist. Seit einiger Zeit befindet sich Gidi Bornemann in ärztlicher Behandlung. Heilungschancen sind damit nicht verbunden. Von Fritsch hat zu Ebert gesagt, Schweinehund. Gitti Bornemann stirbt. Leni Peikert wird Universalerbin von Gitti Bornemanns Vermögen.
Frau Direktor Peikert, ich möchte noch einmal darauf zurückkommen. Ich mache also diesen Tauchersprung aus 60 Fuß Höhe direkt ins Netz und hätte eben auch die Möglichkeit, im Spitzentanz Ihnen etwas zu zeigen und auch akrobatisch und vor allem im Bodenturnen und so weiter, glaube ich, dass Ihnen etliche Sachen sehr gut gefallen würden, da ich eine wirklich ausgedehnte Ausbildung genossen habe in der Schweiz. Haben Sie mal in einem Physikbuch nachgelesen, was Sie da machen am Trapez? Das mache ich ganz intuitiv. Und was wollen Sie ändern? Die vorderen vier? Jawohl, jawohl, weil die Lücke ein bisschen zu groß ist. Finde ich nicht. Finde ich schön. Ja, ich möchte mal lachen. Mal lachen. Ich möchte es im Grunde genommen auch viel lieber lassen. Aber ist doch gut. Das sieht man nicht. Und wie man die sieht. Leni Peikert informiert die Presse über ihre Absichten. Frau Peikert, mir ist Ihr Anliegen inzwischen durchaus klar geworden. Sie wollen das Publikum engagieren, Sie wollen es interessieren. Sie wollen sehen, dass sich das Publikum nicht dumpfer Sensation überlässt, sondern sich also wirklich diesem Tier gegenüber, den Tieren gegenübergestellt fühlt. Das ist eine sehr eigenwillige Idee, möchte ich sagen, dass Sie den Zirkus als einen Roman auffassen. Meinen Sie nicht, dass Sie Gefahr laufen, dass Sie da irgendwelche völlig heterogenen Genres vermischen? Ich bin von Haus aus Praktikerin. Schwierigkeiten habe ich nur mit der Theorie. Da habe ich meine Mitarbeiter. Als Zirkus, Zirkus ist auch. Richtig. Das ist etwas, was im Zirkus drinsteckt. Meiner Meinung nach das nicht. Sie sollen den Zirkus als Zirkus lassen, nämlich den Leuten das bieten, was sie wünschen. Eben sie das haben gemerkt, will ich nicht. Sie haben gemerkt, aber das will ich doch nicht. Großes Bassin, möglichst durchsichtig. Der Pressechef, Herr Arbogast, Joe Wilkins, Dramaturg. 5, 6 Delfine und noch kleinere Fische dazu und die jagen die dann zu den Clowns hin. Die Schauspielerei. Ich verstehe vollkommen, was Sie meinen. Die Dramaturgie muss da sein. Aber wollen wir uns jetzt über Einzelheiten der Dramaturgie unterhalten? Das hat doch keinen Sinn. Herr Arbogast, ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was Sie gesagt haben, eben mit dem Misstrauen. Ich meine, ich weiß nicht ganz genau, wieso Sie darauf kommen. Aber das müssen wir natürlich versuchen, völlig abzubauen und dass wir alle gemeinsam das machen. Und finde ich ganz schlecht, ja? Wenn überhaupt dieser Gedanke aufkommt, dass wir uns gegenseitig misstrauen, das verstehe ich überhaupt nicht, wieso Sie darauf kommen. Die man, wenn man ernst nachdenkt, darüber überhaupt nicht trennen kann. Solche Dinge scheinen mir erfolgversprechend, wenn man Leute interessieren will, dafür Werbung zu machen. Nein, man das könnte es natürlich. Immer schmeißen und der läuft immer gerade weg und die knallen immer gegen die Wand zu. Wichtig wäre nicht dieses Langweilige, sondern wenn wir eine Steigerung in der Brutalität wollen, ja, von mir aus, dass er verschiedene Methoden des Fallenlassens von mir aus, da eine Eskalation da ist. Es ist einmal nur normal in den weichen Arena-Sand hält, ein andermal von mir aus irgendeinen harten Gegenstand mit dem Fuß hinschiebt, zusätzliche Ebene hinzugibt und hinterher rast und versucht diesen kleinen Tieren so eine Form von Judensterne aufzumalen. Warum nicht? Das ist mir zu direkt. Das finde ich übertrieben. Wenn wir die Tiger mit den Mäusen alleine bringen, da werden primitive Gemüter tatsächlich lachen. Allgemein gibt es ja immer eine Begeisterung bei dieser typischen Legende David Goliath oder so. Wenn man von mir ja, aber dann muss David siegen. Ja, das tut er ja nicht. Ja, aber man könnte doch ganz einfach so eine typische Pappmaché, riesige Pappmaché, Mickey Mouse-Figur, aus der dann ganz klein der Dompteur herauskommt ja. Und gegen die Tiger. Du.
Das Gebäude eines ehemaligen Winterzirkus ist zu vermieten. Vier Wochen vor der Premiere steht noch nicht fest, ob der Reformzirkus eine oder drei Manegen haben soll. Die Erschießung des Kaisers Maximilian von Mexiko durch Freischärler. Der Kaiser ist ein armer Privatier, aber seine Berater waren sehr zäh. Die Soldaten spannen ihre Büchsen, aber sie schießen nicht. Sie sagen, nehmen wir statt der Patronen Güte, dann wird das Weltecho leiser. Dieser Kaiser ist sowieso eine Niete. Gleich darauf war Maximilian wieder Kaiser. Glücklich ist, wer vergisst, was einmal gewesen ist. Mein letzter Kuss auf deiner Lippen und das Lied ist aus. Ein süßer Kuss klingt hier zu bis nach morgen. Gefangen sind die Genossen, heute noch werden sie erschossen. So haben die Genossen den Kaiser Max erschossen. Von Lübde probt in einer Clownstruppe. Ein Bein steht. Andere hänge ich in die Luft. Da warte ich aber schon drauf, dass ich fliegen kann. Dann fliege ich, dann geht's los. Man fliegt endlich. Ich fliege. Man knallt irgendwo hin. Und das tut nicht mehr bewegen können, einfach mal so. Es ist eine angenehme Sache, eigentlich einmal zusammen zu sacken, irgendwie so. Einfach runter zu sacken, so. Plötzlich da rumwühlen, naja, in reinfliegen, in den Dreck fliegen und... Programmentwurf der Chefin. Erster Teil, die Clowns. Erste Nummer, Einzug der Mitarbeiter, Schallplattenkonzern. Dritte Nummer, die Erschießung von Kaiser Maximilian. Vierte Nummer, Begegnung mit fremden Intelligenzen, dargestellt durch Delfine. Kanonen gehen in Stellung. Ja, war die fünfte Nummer. Zweiter Teil, die Tiere. Erste Nummer, Ratten im Einsatz. Ein afrikanischer Elefant überwindet drei Gitter und stürmt auf das Publikum zu. Er scheint gewalttätig. In der Zirkuskuppel ist die Attrappe eines japanischen Sturzkampfflugzeugs aufgehängt.
wird diese Abschreckung den gewaltigen Dickhäuter zurückhalten. Vierte Nummer, Elefantenherde. Das Land der Griechen mit der Seele suchen. Mandolinenkonzert der Elefantenherde Peikert. Erste Nummer, Arena dunkel. Wetterverschlechterung, Donnerblitz. Eisbären in der Zirkuskuppel, ein Flugzeug landet. Sieben Tiger versuchen, 60 rote Mäuse aufzuhalten. Das gelingt nicht. Daraufhin bauen die Tiger eine Pyramide und machen schön. Dritte Nummer, die Eisbären zünden in der Zirkuskuppel ein Feuerchen an und wärmen sich. Vierte Nummer, Artisten in der Uniform von Feuerpolizisten. Der Clowns über die verlorene Ehre. Siebte Nummer. Der lustige Ausmarsch aller Teilnehmer. Ende. Nach meiner Entlassung aus der Gefangenschaft wurde festgestellt, dass mein Auge, und zwar das rechte, irgendwie beschädigt ist. Und das war im Südosten in einem Partisanenkampf, Nahkampf, in dem man mir den Gewehrkolben ins Auge hereingeschlagen hat. Ja. Das ist etwas beschädigt, sodass ich eben durch dieses ein Glas oder ein Monokel zur Hilfe nehmen muss, indem ich die Muskulatur, geht bei dem schlecht, aber weil ich eins mit einem Sprengring habe, der mir das hält. Ne, sonst kann ich das hier mit dem schlecht. Müsste eigentlich haben. Und das ist, was mir eben nicht durch diese Springfederung. In welcher Hinsicht? Im Trapez, Hochtrapez. Perry Woodcock, ein Pferdehalter, bittet um Rat. Fing anders an, fing ganz gut an. Und zwar, hat sie mich irgendwie gereizt, ich weiß nicht wodurch. Und wir saßen nebeneinander an der Bar. Und dann sagte sie, und dann habe ich gesagt, ach, ich bin gleich ziemlich direkt vorgegangen, habe gesagt, komm, ist doch nichts los mit dir und zieh doch mal deinen Büstenhalter aus und so. Und dann hat sie den Büstenhalter da ausgezogen, hat sie mir gegeben und das fand ich dann alles ganz lustig. Und dann bin ich mit ihr weggegangen, nachdem das Lokal zu hatte. Sie hat mich also so aufgefordert und ich fand das alles so ganz nett. Und sie hat mich aber nicht sonderlich interessiert, aber ein bisschen. Und dann hat sie gesagt, ja, ich würde also so ähnlich aussehen wie Roy Black oder so, nicht? Und dann hat sie sich aufs Bett gelegt und hat onaniert, nicht? Ich meine, so eine Frau ist mir tatsächlich lieber, die weiß genau, die kennt ihre Interessen. Das ist natürlich, wenn ich psychologisch vorgehe, kann ich sagen, kann ich sie verurteilen oder kann irgendwie mich falsch verhalten ihr gegenüber. Aber ich glaube, man hat ihr in diesem Augenblick wesentlich mehr gegeben, als da bin ich auch gern Roy Black für die. Zu diesem Zeitpunkt fand bei Nürnberg ein Kongress von Zirkusunternehmern statt.
Leni Peikert und von Lüptow werten die Kongressreferate aus. Ich möchte den sehen, der uns nach Auschwitz hindern will, etwas zu sagen, von dem wir annehmen, dass es gesagt werden muss. Ich möchte den sehen, der uns nach Auschwitz davon abhalten will, zu tun und zu sagen, was wir für richtig halten. Moskauer Staatstürkister Direktor Reisch. Nach zwei Weltkriegen habe ich es satt, Tiere zu zeigen, die Männchen machen. Perizow lacht. Dann können wir den Zirkus zumachen. Was wir nicht wollen, wissen wir. Direktor Reisch, Moskauer Staatszirkus. Der moderne Zirkus erfordere eine wissenschaftliche Basis. Burkhard Futit, Vereinigte Staaten und eine ethische Grenze. Burkhard Futit. Blumenfeld, im Namen sehr geehrter Herr Corti, uns kann überhaupt nichts davon abhalten zu zeigen, was wir wollen. Ich möchte den sehen, der uns nach Auschwitz davon abhalten will, zu tun und zu sagen, von dem wir annehmen, was wir für richtig halten. Gesagt werden muss. Einstimmig beschlossen, die Rattennummer wird nicht gestrichen. Eine Erfrischung wird gereicht. Applaus. 5 Minuten Pause. Erfrischungspause. Direktor Michael Saluti zum Kotzen. Aus. Darf man nicht zeigen. Corti darf man nicht zeigen. Ferry Corvi zeigt einen Film über einen Ministerpräsidenten, der im Zirkusprogramm das Unmögliche einen Moment für wahr hält. Dass es gesagt werden muss. Blumenfeld im Namen der Anwesenden. Uns kann überhaupt nichts davon abhalten, zu zeigen, was wir wollen. Ich möchte den sehen, der uns nach Auschwitz davon abhalten will. Herr Arbogast kommt auf den Begriff Unterhaltung zurück. Leni Peikert entscheidet, Herr Arbogast hat recht. Die Freiheit bedeutet, dass der Zuschauer das für Unterhaltung hält, was wir ihm bieten. Dieses selbst braucht aber nicht Unterhaltung zu sein. Die Mitarbeiter sind verzweifelt. Sie halten diese Auskunft für wirr. Zu sagen. Man im Grunde genommen immer wie ein Kind, das Seifenblasen bläst. Man immer neue Seifenblasen bläst oder produziert und im Grunde genommen nie genug kriegen kann, weil man immer hofft, dass es eine Seifenblase gibt, die noch farbiger ist. Und dabei im Grunde genommen die Tätigkeit des Blasens vergisst. Und dass die eine Seifenblase bleibt und nicht wieder zerspringt. Ja, eben, das ist eben die Schwierigkeit, weil dadurch geht ja immer dieses Bemühen von vorne los, dieses Blasen, das im Grunde genommen das Sinnlose an dieser Tätigkeit ist. Wenn man eine Seifenblase haben will, die es wirklich gibt? Ja, eben, eine Seifenblase, die es wirklich geben soll, würde ich besser sagen, als die, die es wirklich gibt. Denn geben tut es sowieso nicht. Aber es soll eine Seifenblase geben, die sogar eine bestimmte Existenzform für eine längere Zeit als nur für die Sekundenform, wo diese Blase existiert. Das heißt im Grunde genommen, abstrakter gesagt, dass man wirklich nicht mehr die Utopie dann nicht im Gehirn rumliegen lassen haben will, sondern an einem bestimmten Punkt endlich mal die Utopie realisiert sehen will. Die Utopie wird immer besser, während wir auf sie warten. Leni Peikert fasste das so auf. Man muss sich immer wahrheitsgemäß verhalten. Sie fragt deshalb von Lüptow, wie viel haben wir noch, wenn wir diesen Reformzirkus nicht machen und liquidieren? Von Lüptow antwortet, ungefähr 200.000 D-Mark. Damit kann man einen Neuanfang planen. Leni Peikert und von Lüptow bringen die Elefanten über die Grenze. Thank you.
Sie werden von den Grenzwachen verhaftet und von den Tieren getrennt. Rechtsmittel einlegen. Die Steuerfahndung. Frau Peikert, die großen Reformer sind die großen Verhinderer. Das liest sie in der Welt. Ein Jurist, der in den 20er Jahren die thüringische Gefängnisreform unternahm, befand sich nach 1945 in leitender Stellung im hessischen Justizministerium. Von dort aus behinderte er alle Reformideen außer seinen eigenen. Abgespaltenen Teilen Nigerias, Biafra, riesige Wirtschaftsschätze und Ölvorkommen herrenlos daliegen. Für wenig Waffen und das eine oder andere Flugzeug wären hier Geschäfte zu machen. Sofort nach Rückkehr nimmt Leni Peikert ihre alten Studien wieder auf. Ja, sodass diese Signale beim Empfänger in adäquate Lichteffekte zurückverwandelt und punktuell wie lokalisiert auf einen Bildschirm geworfen werden können, der die Bilderfahrung mit dem Eindruck... Das ist der rein technische Vorgang, der jetzt definiert so aussieht, dass wir sehen den Sehprozess. Der Sehprozess, wie er hergestellt wird. Ja. Angenommen, es wird ein Mensch vor eine Kamera gestellt, wird aufgenommen... elektronisch abgetastet, aufgelöst in Punkte. Die Punkte werden über Funkweg weitergeleitet, kommen auf den Empfänger. Dort landen sie in meinem Auge. Und was lösen sie daraus? Das ist die Frage. Der die Bilderfahrung mit dem Eindruck erlebter Wirklichkeit möglich macht. Die gleichlaufende akustische Wahrnehmung entspricht in der Aufnahme der Tonfilmtechnik, in der Verbreitung dem Rundfunk. Leni Peikert beabsichtigt, eine Stellung im Fernsehen einzunehmen. Deal. And I look at my wife. And you studied at Oxford, did you? Yes, I did, yes. Ich habe Italienisch und Englisch studiert, aber unglücklicherweise nur wenig Deutsch. Aber das werde ich schon nochmal nachholen. Would you please tell some words in German for our listeners, please? Leider nicht gewährt werden. Außerdem stimmt's. Kostbare 4 Sekunden vergeudet. Die bezaubernde Frau lächelt. So wie jetzt. Das verzaubert den Mann. Der verzauberte Mann muss die bezaubernde Frau unbedingt kennenlernen. Wenn Sie auf die Verzauberung verzichten können, können Sie Zeit sparen. Sehr wahrscheinlich.
Dämpfung 2, Phase, Vorreglerkanal aus. Die herausgegriffen wurde, gilt für zwei Nachrichten mit demselben Informationsgehalt H1. Die früheren Mitarbeiter sind jetzt Fernsehmitarbeiter. In den Nachtstunden arbeiten sie an Romanserien. Punkt, Absatz, neue Zeile. Saturn unterstrichen. 120.800 Kilometer Durchmesser, 1,4 Erdschwere, 0,7 Kilogramm dm hoch 3 mittlere Dichte, 37 Kilometer pro Sekunde, m hoch 3 mittlere Dichte. Oberstudienrat Gerloff erwartet von einem zukünftigen Fernsehen Durchsetzung seiner Bildungsideen. Insbesondere das Lateinische lässt sich durch das Fernsehen weltweit verbreiten. Ich müsste jetzt Ihnen das erklären. Also, ihr das erklären. Waren Sie mal in der Sixtinischen Kapelle? Nein. Nicht? Nie? Nie in der Sixtinischen Kapelle? Nein. Also, Sie müssten natürlich in der Sistina, ja, das müssten Sie eigentlich gesehen haben. Ich finde, es gehört dazu. Irgendwann einmal wächst dies zusammen: die Liebe zur Sache, die Romane und die Fernsehtechnik. Corti führt seine Seele spazieren zwischen schönen Gegenständen. Er unternimmt gelegentlich kleine visuelle Abenteuer. Er ist Staatsanwaltsassessor, Sittendezernat. Wissenschaftliche und künstlerische Schriften, wenn sie geschlechtliche Dinge behandeln, veredeln und durchgeistigen sie über das geschlechtliche Reiz hinaus, sodass eine Verletzung des Scham- und Sittlichkeitsgefühl vermieden wird. Das wahre Kunstwerk schafft Freude an der... Corti speist ein Schweineohr mit Gemüsen umlegt. Schaut ganz schön aus. Die Gemüse sind mit dem Flugzeug aus Malta gekommen. Mal schauen. Wie ein breiter, fester Lappen liegt das Schweineohr auf der Platte. Bei ihren Änderungsversuchen in der Welt wird Leni Peikert früher oder später Corti begegnen. Er wird die Lust nach Neuerungen, rerum novarum cupiditas, im Keim ersticken, es sei denn, auch er selbst wird erlöst. Dann hat die Revolution in ihm ihren Rechtswahrer. Nach anderthalb Jahren stieg Leni Peikert auf zur Gehaltsgruppe 4a. Mit großen Schritten macht man sich nur lächerlich. Aber mit lauter kleinen Schritten könnte ich Staatssekretärin im Auswärtigen Amt werden. Ja. Wohin? Wohin spreche ich? Wohin? Direkt rein? Ja. Also, der Troubadour, das ist eine ein bisschen komplizierte Geschichte. Es beginnt mit einem Vorspiel. Das Vorspiel führt uns also in den Hof einer Burg. Es wird also die Vorgeschichte erzählt ja, wenn ich das wüsste, wäre ich ja so glücklich, wie das jetzt losgeht. Von Manrico und Graf Luna, die beide Brüder sind, das aber nicht voneinander wissen. Nicht? Beide lieben dasselbe Mädchen, Leonore. Und Azucena, eine Zigeunerin, deren Kinder sind die beiden. Alle wissen nichts voneinander. Das stellt sich erst am Schluss heraus, dass alle miteinander verwandt sind. Das wissen wir also dann erst alle am Schluss, wenn sie alle tot sind, Gott will. Und es ist ein wahnsinnig kompliziertes Stück, aber ich finde, es ist eines der schönsten Stücke Verdis.